Hallo, herzlich willkommen hier bei Keep Supernova. Das Kanal, mein Name ist Flaffo und wir spielen heute eine kleine, kurze, knackige Runde Splatoon 2. So, ein Räusperchen, weil wir trainieren, das heißt, Keep trainiert für das Splatfest Mayo gegen Ketchup und das ist schon dieses Wochenende. Also, wenn ihr noch mitmachen wollt, dann legt euch schnell einen Account zu bei Nintendo und für Splatoon 2 oder legt euch Splatoon 2 zu und oder eine Switch, wenn ihr noch keine habt und wenn ihr noch eine ja, bekommt. Ja, weil Switches, die sind jetzt schon seltener wie Klopapier. Und ja, dann geht's auch schon los. Also ich bin ultra, ultra, ultra aufgeregt und gehypt wegen dem Splatfest. Und es ist mir eine Ehre, dass ich es moderieren darf. Ja. So, und es geht los. So, unser aller Lieblingsspiel. Es geht los mit dem Revierkampf. Heute spielt Kip mit, beziehungsweise gegen seine Freunde Ronin und Ventius. Sie sind schon in den Startlöchern. Und es geht los mit dem Endgame. Na, wie geht's euch so? Seid ihr auch schon von Lockerungen betroffen, die werden jetzt endlich mal wieder Restaurants oder Kinos geöffnet. Ende Mai sollen ja die Hotels eröffnen wieder. Ja, also für alle die, wo ins Hotel wollen oder Urlaub machen wollen. Also es sieht gut aus, ja. Ich bin jedenfalls zuversichtlich. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt in den Urlaub, dieses Jahr wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, wenn dann an Silvester, da hat sich das meiste wahrscheinlich hoffentlich dann gelegt und können wir jetzt normal Silvester feiern. Aber ja, toll. Den ersten Kill schon von Venzio. Da freut sich Kip. Ja. Das ist echt toll. Aber er ist aus dem Vormarsch 500, über 500 Färbepunkte schon eingesammelt. Ja, das kann sich sehen lassen. Wie gesagt, ich möchte es gerne nochmal erwähnen oder wiederholen. Kills bringen keine Punkte. Kills halten nur den Gegner auf. Einzufärben, letztendlich bringt das Einfärben Punkte und den Teamshop musst du jetzt einsetzen. Du musst ihn jetzt einsetzen. Er setzt ihn nicht ein, weil er wurde doch gerade verfolgt. Kommt das so bekannt vor? Hatten wir das Spiel nicht schon mal angeguckt? Also, ja, ja, jetzt hat er, wenn, ja, das war die Nancy. Ja, so. Und noch die Bubbles ein bisschen aufplatzen lassen. Ja, cool, ja, er nähert sich den 1000 und es sind noch 1,5 Minuten Spielzeit. Das sieht da wieder mal nach einem legendären Sieg aus. Die Miete muss man, bei dieser Map muss man sich die Miete sichern. Wenn man die Miete hat, das ist wie beim Tic-Tac-Toe, dann kann man eigentlich fast nicht verlieren. Da muss man sich schon richtig doof anstellen. Sergio hat es erwischt. Ja. Und Inklia. Manche haben so was komische Namen, die kann ich gar nicht vorlesen. Ja, meine Woche war auch toll. Mein Wochenende war auch toll. Nein, ich rede heute irgendwie nur random, irgendwelchen Quatsch. Ich bin ja auch aufgeregt wegen dem Splatfest. Ich weiß noch nicht, soll ich es live moderieren oder soll ich Aufnahmen machen? Ich weiß noch nicht richtig, wie das mit dem Live funktioniert. Das heißt, live ins Splatoon zu spielen, live ins Splatoon zu spielen und zu moderieren. Aber jetzt hat es ihn erwischt. Ronin hat ihn weggesplattet. Oh, 1422 Punkte. Ah, und die letzte Minute läuft. Schnell noch. Ah, kommt den Kill, holst du. Ah, Online Boy. Wie kann man sich Online Boy nennen? Ja, wenigstens war es ein Gegner. Was? Was gibt es manchmal? Gibt es die Riesengefahr? Das ist bitter mit 1500 Färbpunkten trotzdem in Gefahr zu sein. Und Ende. Ja, gut Punkte gemacht, trotzdem verloren, weil wie gesagt, das Team ja entscheidet. Ja, 35 zu 60, das ist echt doof, das ist echt bitter. Ja, da muss 5 Kills, ja, da muss man noch ordentlich zulegen. Wir gehen ins nächste. Und die nächste Runde. Nochmal dieselbe Map. Und ja, leider unaussprechbare Namen. Ronin ist wieder am Start. Und
Es geht los. Diesmal sind wir kurz grün. Mir kommt das so bekannt vor. Ist das schon mal, habe ich das schon mal moderiert und hab's vergessen? Habe ich irgendwie eine Aufzeichnung hier? Ach du liebe Zeit. Nein, ja, oder? Egal. Also, wenn ihr es schon mal gesehen habt, schreibt mir es gerne. Ja, dieser Red Panda wird langsam alt. Schön weggesplattet. Von Pablo, Pabloskai. Oh, Pablo, Pabloskai. Ja, ist ja wurscht. Hauptsache, die Farben sehen schön aus. Es gibt ja auch Leute, die spielen manchmal Splatoon nicht um zu gewinnen, sondern einfach so. Also die squitten dann rum, dann machen da die Squid Party, manchmal sogar Gegner, die sich gegenseitig nicht killen, sondern einfach nur cool rufen und rumhüpfen und squitten. Das ist manchmal ganz lustig, das ist aber nicht so nice und nicht so brillant, ne? Wenn man in so einem Team ist und man möchte jetzt gewinnen oder man möchte Punkte machen, dann ist das nicht so dolle. Squid Partys sind nicht sehr beliebt, wenn man da noch mit anderen mitspielt. Also wenn ihr sowas machen wollt, ja, nur zu, jeder soll machen, was ihm Spaß macht. Aber bitteschön, dann in einem privaten Modus. Also ihr könnt euch selbst dann in der Arena aufmachen und dann mit euren Freunden da so viel rumskriegen, wie ihr wollt. Ja. Aber nicht dann andere, die dann dazu joinen, damit spielen wollen. Was ich mal gesehen habe, das war eins der verrücktesten Dinge, wo ich bisher also wirklich gesehen habe. Ich habe es leider nicht aufgezeichnet, das war, da hat jemand ein Herz gemalt, die Map, mit einem Kalligraph, ja, so ein Pinsel halt, ein riesiges Herz, war vielleicht ein Heiratsantrag oder sowas, nur ein bisschen doof, das ist halt so in Anführungszeichen Öffentlichkeit passiert mit anderen, die wollten normal spielen. Aber das war das bisher der verrückteste, was ich bei Splatoon 2 gesehen habe. Ja, das sieht man immer, glaubt nicht, aber ja, die wird hier auch gerade gut weggesplattet. Mal gucken, ob das Ruder noch umreißen kann und wenigstens sich hier einen Sieg holen kann. Ja, mal gucken, was beim Splatfest so alles geboten wird. Beim Splatfest. So einen Quatsch zu machen und um zu squitten und mit Absicht irgendwie zu verlieren, so, das ist nicht so nice. Also beim Splatfest, da geht es dann richtig, ja gut, man kann jetzt nicht irgendwie was Materielles gewinnen, aber es geht wenigstens um die Ehre, ja, also man will ja für sein Team und, gewinnen und, Pommes, Ketchup oder Mayo und da will man ja auch die Pommes dann zu, ja, also die goldene Fritte. Kennt noch jemand die goldene Fritte? Das war so ein Werbung. Harald Schmidt, kennt den noch jemand? Ich glaube, das ist alles nur das Gemüse, wo ihr zuguckt. Wenn überhaupt jemand zuguckt, ja? ja. Oh, wohl, so 12 Klicks manchmal, das ist schon nicht schlecht. 12 ist immerhin zweistellig. Und wieder verloren. Ah, also heute läuft es aber nicht gut. Und jetzt hat er ein Pension-Team und Spiel-X-Team. Egal, das war jemand auf Stufe 8, das war vielleicht ein Anfänger, vielleicht auch ein Kind, wo ein bisschen mit Papas Konsole rumsplatten durfte. Naja, alle guten Dinge sind 3. So, und jetzt sind wir auf einer richtig coolen Map. Jetzt sind wir mal im Freien, an der frischen Luft. Guckt euch mal den Himmel an. Oh, ist das schön. So, wer ist diesmal im Team? Okay, alles klar. Ja, dann geht's mal los. Also es ist Pink gegen Tiefgrün. Eine sehr schöne Farbkombination. Was mir beim Splatoon sehr gut gefällt, sind immer diese krassen Kontrastfarben. Also das ist auch Absicht, dass man muss ja seine eigene Farbe und die vom Gegner gut unterscheiden können. Weil ja doof, wenn beide dieselbe Farbe hätten, dann wäre man doof, ne? Aber jetzt setzt die Einfärbtaktik weiterhin fort. Hier ist ja, wie gesagt, eher ein Einfärber und weniger ein Killer. Ja, Tintenkiller. Ja. Kennt noch hier einen Tintenkiller? Gibt es den überhaupt noch? Ah, egal. Schaut mal in die Kommentare, wer alles. Hashtag Tintenkiller. Ja, wer weiß, was noch ein Tintenkiller ist oder bisher sich hier schon das Video noch angeguckt hat. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, Kip ist eher ein Einfärber, also er färbt sehr gründlich ein. Das Killen liegt ihm nicht so, wobei es auch schon Runden gab, wo er richtig gut war im Killen. Ja, da jetzt diese Bombe zu platzieren, war ein bisschen unpraktisch. Du musst sie schon da platzieren, wo sie auch was bringt. Ja.
So, jetzt aber die Bomben werfen und so schnell wie möglich, weil diese Bomben die killen nicht sehr gut. Da wird man dann sehr gerne gekillt, weil dann muss man aufpassen und werfen, aufpassen. Die sind eher so zum Einfärben. Wobei es nicht heißt, dass man auch mit diesen Bombenhagel killen kann. Und wie gesagt, man bekommt keine Punkte für Kills, sondern hält man den Gegner damit auf. Für manche ist es auch eine Trophäe. Dann viel killen und sagen, oh, ich habe zwei Killen erreicht, kill, weggekillt. Ja, das war wieder ein gegenseitiger Kill. Sternchen, Aktie, Stick. Ja. Kleiner Name, schön. Auch nicht jeder. Ah, da fall jetzt ja nicht ins Wasser. Okay, fall ja nicht ins Wasser. Kippst du raus. Da oben raus nicht einfärben, da ist schon alles eingefärbt. Jemand da vorne ein bisschen mit Hälfte ein Kuh pumpeln und da wo es grün ist. Ja, nur Mut. Ja, nur Mut, nur, ne? Wieder weg. Wieder von demselben Weg gekillt. Ja, mögen sich. Sternchen, Aktie. Aktie, Steck. Steg. Stieg. Du hast 835 Färbpunkte, letzte Minute, now or never, läuft. Okay, jetzt musst du dir ein bisschen ranhalten, wenn du hier vierstellig werden willst. Das ist halt wieder da, wo eh schon alles eingefärbt ist. Muss dein. Ja, jetzt drückt er zu mir. Wobei ich muss dazu sagen, dass Gamepad manchmal, da will man das gar nicht, und man kommt dann in den Finger dann an die Taste ran, wo man dann außersehen kommt, alle zu mir drückt. Das ist dann auch nicht so, oh, oh, oh. Das war so ein richtiger Bombenaustausch. Haftbombe, die Haftbomben, die können ganz fies sein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Er hat noch die 1000 geschafft. Gucken wir mal, ob er auch den Sieg geschafft hat. Ja, er hat ihn geschafft, ganz knapp. 56 zu 35 Prozentpunkten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, die Gasmaske, die steht ihm auch richtig, richtig gut. Wunderbar, er ist zwar auf dem vorletzten Platz, aber das macht nichts. Das ist nur eine Frage der Ehre. So. So. Das soll es heute für heute auch mal wieder gewesen sein, meine lieben Inklinge und Octolinge und Splatoon-Freunde. Heute mal wieder ein anderes Hintergrundbild. Kipp oben ohne. Ja, er zeigt sehr gern blaue Haut. Lasst gern ein Like da, wenn ihr wollt, und einen Daumen hoch und einen Daumen runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann teilt es eben mit euren Feinden. Ja, ist auch was Schönes. nein, war bloß Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder aller spätestens beim Splatfest. Bis dann, gehabt euch wohl, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.